Sehr schön. Kannst du gleich zeigen, was du kannst. Wieso, das konntest du vorhin gut. Einfach ausweichen. Ich weiß, es ist scheiße anstrengend, aber... Okay, und du stellst dich wirklich schlecht darin an. Aber du kannst es. Einfach ausweichen üben und das ist es. So wie du am Anfang deine Killerspiele, das habe ich extra so gesagt, deine Ballerspiele da nicht... Ich provoziere dabei welche Ballerspiele? Was spielst du nochmal? warte, wie hieß das nochmal? Ja, Black Ops Ding ist da, oder? Call of Duty, genau. Und, ja, es ist für mich Jacke wie Hose. Nein, tut mir leid. Es ist einfach... Alter, da warst du... Heftig, Alter. Heftig. Kurz vorm Ziel. Ah. Heftig, ey. Ich aggressiv. Ja. Wärst du am Anfang nicht durch Dummheit getroffen worden, hättest du am Ende einstecken können. Aber okay, es ist halt, daher warst du am Anfang bestimmt auch noch nicht so gut. Oh. Oder WoW oder so. Da ist man am Anfang ja auch nicht gleich perfekt. Und da, deshalb finde ich immer schrecklich, wenn Neulinge nach unten einfach, nach unten. Ah. Wenn Neulinge oder sowas fertig gemacht werden, weil niemand ist am Anfang gut. Niemand. Voll einfallsreich, dass sie das gleiche nochmal gemacht haben hier. Ah. Ja, lass. Die wollen dich so sehr. Die kommen zu dir, warte, und dann kannst du... Deine Mutter, wieso schwimmt er denn nicht schneller nach oben, dieser Bastard? Weil du schwimmst. Ich hab gedrückt. Ja, was soll das? Weil unter Wasser ist, kannst du so schnell... Dumm Quallen, ey. Hey, ist das noch Oktopus? Das sind hier... Keine Ahnung, das interessiert mich nicht, ey. Ja, das ist diskriminierend. Du musst einfach, ich weiß, ich wiederhole mich und das tut mir auch leid, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Das ist einfach wirklich, auch hier sind Gegner wieder, die du lernen musst. Und die sind so behindert, oder? Wie sie sich bewegen. Ja, natürlich, aber darum geht's. Hallo, wie kann man sich denn jemanden in die Fresse schwimmen? Ja, das ist schon oft passiert, würde ich mal sagen. Aber, ach, wären es großbusige Weiber, dann hättest du auch nichts dagegen, wenn sie dir reinschwimmen. Nee, aber das ist ja was anderes. Das sind ja keine ekligen, missgeburten Viecher. Vielleicht. Du weißt ja nicht, vielleicht sind es ja Missgeburten. Bloß die haben da was machen lassen. Oh, hallo, er trifft mich ja immer, Alter. Wie kann man denn da ausweichen? Das sind Fallesymbole. Bestimmt warten. Das ist, glaube ich, Nintendos Agenda gegen die homosexuellen Szene. Ach, deine Mutter, echt. Stimmt, die Oktopussi sehen wirklich ein bisschen aus wie... Schon gut. Oktopussis? Ist nicht Oktopus... Nee, warte, nein. Oktopus ja. Und Oktopussi? Wie heißen das jetzt? Das hat mich verunsichert. Ein Oktopus, ja. Und mehrere? Oktopussi? Keine Ahnung. Wie dumm sind die eigentlich? Das sind Pussis, ja. Das ist nicht geil. Sehen aus wie Penisse, heißen aber Pussy. Und wollen mit den Tentakeln Mario fangen. Und du natürlich gleich den Blowjob-Fisch in den Mund rein. Er geht einfach nicht zu schnell runter. Da kann Mario schon unendlich Zeit die Luft anhalten und du... Das war mir zu schlecht. Du hast den Erstbesten umarmt. Ja, dann umarme ich eben gleich wieder den Zweiten. Konzentriere dich. Du wärst, wenn du keinen umarmst, wenn du gerade hier die nicht umarmen möchtest. Du musst, weißt du, du kannst auch mal Nein sagen, ich möchte jetzt keine Nähe. Ja, aber guck dir das mal an. Ja. Die nerven mich das total. Das sind Fangirls. Stell dir vor, du bist Justin Bieber und das sind Fangirls. Und du möchtest jetzt gerade nicht mit irgendwelchen feuchten Händen umarmt werden. Wer weiß, wo die vorher waren beim Konzert. Und da möchtest du jetzt lieber in Ruhe gelassen Mann, werden. Mann, ey, sind die behindert? Komm, jetzt sterbe ich wieder bei diesen... Es sind Justin Bieber Fangirls, natürlich ja, sind sie genau behindert. Bei denen, ey. Was für eine rhetorische Frage. Nein, jetzt gegen nichts gegen Justin Bieber. Doch, nee, nichts gegen Justin Bieber, aber gegen Justin Bieber Fangirls. Fickt euch! Ist wie ein bisschen wie bei Gronkh. Die tanzen vielleicht auch immer Och, mit dir. Oh Mann, Alter. Ja, ich mach gleich. Du hast, man merkt, du hast, wenn du keinen Bock mehr hast, dann spielst du auch richtig scheiße. Ach ja, kein Bock. Dummes Spiel. Du bist aber doch einmal ganz durchgekommen. Ja. So Glück. Hast du jetzt gerade ans Handy geguckt, ey? Handy?
In einem meiner Projekte. Das sehe ich ja überhaupt nicht. Wie redest du denn? Muss mich irgendwie abregeln, ja. Und wie? Indem ich mir ein Porno auf mein Handy angucke. Während der Aufnahme. Okay. Jetzt, weil wir über Octopussy geredet haben. Genau. Okay. Ich unterstütze dich da, egal was du magst. Ah, ich häng fest im Korallenriff. Sind Korallen Pflanzen oder Lebewesen? Ich glaube Nein! Ich glaube Lebewesen. Ja. Ah. Das lernt man ja auch bei Pokémon, ne? Lernt man das? Ja, Corazon. Das ist Pokémon. Natürlich. Das ist ja gut für Bio-Hausaufgabe. Ja. Das ist ja, Corazon lebt ja auch, also wissen wir. Genauso wie der Müllberg, ne? Müll lebt auch. Ja. Hä? Ein Berg lebt doch gar nicht. Oder Voltron, oder wie das heißt. Voltimor. Wie heißt der? Voldemort. Oder? Nein, das Elektro-Pokémon. Ah! Pikachu oder was? Oh mein Gott, wirklich, das Volt-Ding, das auch drei später hat, da konnte ich gar nicht gewinnen. Das drei nachher hat, Elektroball oder was auch immer und das andere Ding. So. Kam in der Folge vor. Magnetilo und Magneton. Ja, genau. Magneton. Mein Gottchen. Magneton. Leben die? Weiß ich doch nicht. Sie reden doch und sind Pokémon, also nach deiner... Ja, die reden doch gar nicht. Magnetilo. Was redet denn Corazon? Ja, gar nichts, ne? Ja, also. Und warum sagst du denn, da lernt man daraus, dass Korallen leben? Weil sie sich verständigen können auf eine andere Art und Weise. Ja, Magnetitus auch. Und die haben Lieder, Augenlieder. Echt? Ja. Also. Sind Fernseher auch Lebewesen? Ja. Wer? Der denkt jetzt an Pornos. Toll, super. Magnetilo-Pornos. Elektroschocks. Yay! I'm the best. Und die Musik gibt mir recht. Dim, dim, dim. Ich bin der Beste. Und da kommt eine Pflanze. Wo war die vorher? Und lass einen dritten machen. Sollen wir wieder eine Nachts jetzt oder was? Bin mal gespannt. Boah, so viele Punkte. Das wird so geil. Du darfst eine Brücke machen. Juhu. Ah. Verlier mal bitte deine Größe nicht. War auch doppeldeutig gemeint. Ist egal, wenn ich Punika trinke, dann... Oh, Mann. Ich wollte gerade unterstützend sagen, ist nicht so schlimm, du kannst es auch schaffen, wenn du klein bist. Aber nee, scheinbar kann man klein im Leben nichts erreichen. Ah. Aber auch große Leute können fallen. Was war das für eine Scheiße? Na, wo bin ich dagegen gekommen? Oh. Entweder du bist gerade nicht irgendwo gegen gekommen, nämlich gegen den Sprung-Button. So, jetzt hol dir die Größe wieder. Yay! Pilze, Motherfucker. Do you eat it? Oh. Oh, wieso springt er denn so weit? Nein, du wolltest mit den Fischen sein. Du bist einfach dahin gesprungen, wie Fische springen. Ich hab gedacht, wo springen die alle? Warum stirbst du eigentlich? Müsste doch nicht Wasser sein? Oder sagt er, ach, jetzt kipp ich auf. Ich will nicht nochmal durch das Wasserlevel. Bestimmt. Dann sterbe ich lieber. Dann fange ich wenigstens wieder von vorne an. Von diesem Level. Dim, dim, dim. Ich weiß, es gibt inzwischen... Ein Zwischenspeicher in jedem Level. Aber wirklich, bei der Kürze braucht man da wirklich einen Zwischenspeicher. Hier bitte Doppeldeutigkeitswitz einfügen. Aber das geht doch nicht. Da kann ich jetzt nicht von ihm erwarten. Oh, fuck you. Nee, da kann ich doch von ihm erwarten, dass er das Level auf einmal durchschafft. Zumal es hier ein Power-Up in der Mitte gibt. Und, wie gesagt, die Wolken lächeln dir zu. Wow, sehr gut. Skilllos. Ja, und ein Leben bekommen. Willst du in der Mitte wieder anfangen? Das Leben, das du eben bekommen hast, können wir ja nehmen.
Das wäre. Probier's einfach. Würdest du jetzt, wenn du jetzt nochmal stirbst, dann. Oder musst du es wieder von vorne anfangen jetzt? Nein. Nee. Jetzt von vorne. Willst du von vorne? Ja. Was? Man, wir haben 3 Leben. Also so ist es nicht. Wir haben noch eine ganze Welt. Aber. Du, man sieht doch, es ist nicht schwer. Du schaffst es doch. Okay, warte, jetzt schaffe ich das. Du stirbst eigentlich nur durchs Fallen, ist mir aufgefallen. Ja. Das ist echt. Wuhu! Und guck mal, trotzdem fällst du in das Loch rein. Sehr gut. Okay, warte, irgendwie werde ich. Also, wenn, dann stirbst du mit Style. Das ist doch wenigstens etwas. Das wünscht dir doch eigentlich jeder. Was soll man da noch machen? Ich finde die riesen Goomba-Statuen im Hintergrund sehr schön. Oder im Original, glaube ich, Kuribo. Aber trotzdem. Sehr witzig. Wer den da hingebaut hat, weiß ich nicht. Vielleicht Goombas. Ich wüsste aber dann gern wie. Auf jeden Fall. Nee. Du hättest die Macht des Weißen. Aber jetzt wirst du mit Fischen beworfen. Wovon kommt der denn her? Oh, du schaffst es, schaffst es. Was war das denn? Komm, weil du das Leben wieder bekommen hast. Darfst du in der Mitte noch einmal. Das Level ist ein bisschen länger als sonst, gebe ich zu. Aber es ist nicht wirklich jetzt fordernd. Nee, das ist ja auch nicht so schwer, aber das ist wieder. Oh. Wenn du dich gleich da, wo du immer in der Mitte anfängst, hinstellst, dann mache ich mal ein Safe State da, okay? Also wenn du es hin schaffst, meine ich. Dann mache ich da ein Safe State und dann geht das immer. Ja, weiter. Auf die Insel da unten. Oder? Ja. So, jetzt Safe State. Weil, wenn du Probleme hast mit diesen Sprüngen da gleich, dann ist das ja in Ordnung, mein Gott. Wie gesagt, du bist ziemlich gut dafür, dass andere das durchgehend gespielt haben. Du spielst ja das erste Mal ein paar Level. Oh, spring doch mal ordentlich, du Missgeburt der Hölle. Spiel ist schuld. Ja, ich habe ein Leben wieder. Wie immer ist das Spiel schuld. Böses Spiel, warum machst du alles so rutschig? Boah, also da konntest du wirklich nicht sehen. Oh, da kannst du ja nicht erwarten, dass du von unten nicht gegenspringen darfst. Sehr gut. Oh. Warum lässt sich das Spiel auch nicht umdrehen? Ach, die bringen dich immer noch um? Ich dachte, irgendwann haben sie es gelernt. Ja, komm, Mann. Du provozierst mich aber auch noch, ne? Natürlich, schon die ganze Zeit. Ja. Ich finde es halt immer lustig, wenn jemand dem Spiel die Schuld gibt. Ich weiß, manchmal stimmt das sogar durch die Steuerung. Ich gebe dir auch recht. Das habe ich ja auch schon oft mitbekommen. Ja. Super Nintendo-Spiel mit dem. Wer ist der Motherfucker? Oh. Weiß ich nicht. Weiß nicht. Schreibt mir in die Kommentare, wer von euch ist ein Motherfucker. Aber, der Controller ist. Der Controller ist ein bisschen. Ist nicht perfekt für Super Nintendo. Ich gebe zu. Daher, okay, das stimmt. Ja, deswegen spiele ich auch so scheiße. Aber einige geben nur dem Spiel Schuld. Ich kenne das bei anderen Let's Playern oder sowas, die dann so sagen: Oh, scheiß Spiel. Und in Wirklichkeit war rechts die Lösung oder so. Und sie sind einfach nur so doof. Man darf nicht immer anderen die Schuld geben. Und daher. Hat man ja vorhin gesehen. Einige dabei gehen.